Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Campbell. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute haben wir das Spiel Stellar Age MMO Strategie. Ich habe das Ganze schon mal gespielt. Ich habe es mir jetzt auch gerade schon mal runtergeladen. Einmal hochgeladen, mich anzumelden, damit das jetzt nicht ganz so lang dauert. Wenn wir mal schauen. Also er hat meinen Account gefunden. Ich habe mir überlegt, ich werde das jetzt immer so machen. Ich werde das einmal starten, dann hochladen. Meinen alten Spielstand, wenn es ein altes Spiel ist. Suchen und ja, dann von dort direkt weiter aus arbeiten. Bei dem Spiel hatte ich mal eine Gilde gehabt. Ich weiß jetzt nicht, ob die wieder da ist. Weil die wurden ja einmal weggenommen, weil es heißt ja immer, der aktivste Spieler, der kriegt immer... Ah, warum geht er hier nicht weg? Ah, hat sich aufgehangen, ja? Der aktivste Spieler kann die Gilde übernehmen, soweit ich weiß. Bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Oh nee, das war ein anderes Spiel. Aber ich glaube, der ist wirklich abgestürzt. Ich werde es nochmal starten. Vollbild. Tägliche Aufgaben. Ah, okay, das ist schon mal gut. Hier sind die täglichen Aufgaben, die vier, die wir haben. Und das sind halt die Sachen, die ich einsammeln kann. Ich muss zwei technologische... Dauert aber lang. Und hier ist Zerstöre. Lager der Stahlratte. Das ist der Planet Red Batak. Benötige mindestens 1 Million Kampf.
Okay, der Angriff war erfolgreich. Unternehmen 27, alle helfen. Projekte. Stufe 2 ist das kleinste. Davon habe ich am meisten. 1 Million. What? Bin ich schon fast pleite. 1 Million? Ne, das wird nichts. So viel habe ich nicht mehr. Es kostet alles, egal was ich spende, 1 Million. Ja. Gut. Dann gehen wir zurück. In unsere Basis? Nee, das ist nicht die Basis. Das ist die Basis. Okay. Da sind wir wieder. Hier waren die Tagesziele. Angriff. Kann ich mit allen gleich drücken? Ah, das ist die Geschwindigkeit. Voreinstellung. Okay, hier kann man sich alles noch mal genau anschauen. Okay, gedrückt lassen wir den Knopf. Greife Piraten dreimal erfolgreich an. Ja gut, hier habe ich genug Materialien noch. Können wir hier schon mal diese bauen? Verbessern, verbessern. Meine Daily von
Plus-Deck ist fertig. Flotten. Okay, T2 habe ich noch keinen, ich habe nur T1er. Produzieren wir die 4:50. Verteidigung auf Level. Ja, kann ja mal nach Hilfe fragen. Ich bin ja jetzt in einer Gilde. Ach, was war denn das? Hast du das zerstört gehabt? Auf Leerstand. Sekunden. Wow, ich zerstöre die dann. Und dafür muss ich nochmal Ressourcen zahlen, dafür, dass ich das zerstöre. Nochmal gucken. Ich bezahle das gleich. Ich bekomme mehr Platz, mein Rang wird besser, aber ich werde schwächer, also Kampfkraft geht runter, also ich werde nur eins zerstören. Wow. Oder ist das reparieren? Nein, das war reparieren. Zerstör die doch nicht. Ich sag, das war reparieren. Sonst könnten dich jetzt diese Schiffe nicht mehr. Schauen wir mal. Angriff. Da. Ich hab sie noch. T1er. 25. Ja, das war reparieren. Das war. Gut, dann haben wir das auch schon fertig. Dann gehen wir wieder in der Basis rein. Was haben wir hier noch? Also, Reparatur ist noch frei. Da bin ich dran, da bin ich dran, da bin ich dran. Hier ist noch was. Nein, das ist eine Arbeit. Ich habe Angst, da oben drauf zu drücken. Nicht, dass er wieder abstürzt. Das machen wir am Ende nochmal. Bericht anschauen, okay, angeschaut, Auftrag annehmen, okay. SCB. Tagesqueste, da sind sie. Erfüllt, erfüllt. Jetzt sind wir auch hier,
Repariere Schiffe im Warp-Knotenkomplex, um diese Aufgabe zu erfüllen. Ich habe 6 Schiffe repariert. Wow. 5 Schiffe muss ich reparieren. Wow. Upgrade. Bin ich noch dabei? 12 Minuten. Ich brauche Hilfe dafür. Ich muss erstmal T1 durchleveln, damit ich nach T2 komme. Boah, das war ganz schön Ecke hier. Gut, dann haben wir das alles schon mal. Verbessere das Update, genau, fertig. Reparieren. Wo steht die Kampfkraft eigentlich? Keine Ahnung. Repariert. Bauen. Verbessern. Hilfe anfordern. Flotte. Oh, ich kann sie nicht mehr bauen. Warte mal, warte mal. Ich hab doch da ein Geschenk gekriegt. Immer noch nicht. Das ist das hier, ja. Aber jetzt. Okay. Dabei. Okay, ich kann gerade keine Flotte bauen. Oh. Ja, das sieht doch schon mal schön aus. Oh. Ich brauche die beiden Sachen. 1,2 Millionen davon und 200.000 davon. Okay, jetzt da. Ich
Denk mal, die werde ich nicht voll kriegen. Okay, kann ich nur mit Rang 4 öffnen? Schade. VIP. Schneller produzieren, das ist schon mal gar nicht mehr so verkehrt. Aber bringt das was auch in der kurzen Zeit jetzt? Für 3 Tage? Vielleicht ist es ja morgen auch nochmal dran. Hoffe ich. Schnell bei dann was ist auf den soll mich dahin porten? Ach komm, machen wir. Mich zu meiner. Nee, nicht zu meiner Gilde. Ich dachte zwar Gilde, hätte ich mich geportet. Egal. Egal, egal. Oh, hier. Zack, der nächste. Dann schauen wir mal, was haben wir hier drin? Reparatur, wir haben gerade nicht gekämpft. Gut. Bauen. Aufleveln. 13 Minuten. Ich brauche Hilfe. Forscher. Da 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 da. Der sagt, ich soll das forschen. Kein Problem, wird gemacht. Flotte. Das. Okay. Und Verteidigung. Der war ein bisschen teuer, wenn ich alles voll mache. Wie viel könnte ich denn da? Noch einer. Ah, nochmal. 7 Kanonen. Die was bringen von denen hier. Oh. Aber das ist gut, ich brauche hier nur das Erz. Allerdings 2 Millionen. Das dauert auch 2 Stunden. Oh, das war eine, das war so weit. 23. Der Schaden ist 110. Der Schaden ist 300. Also wenn ich davon 23 habe. 20 habe. Mache ich 2400, 2640 Schaden. Und wenn ich davon 300, wie viel?
7 haben. Oh mein. Schwieriges zu rechnen. 21.000. Nein, 2.000. 100. 3.000. 3.000. Die machen auf jeden Fall mehr Schaden. Die 7. Aber ist auch nicht viel. 3.000. Knapp bei 3.000. Ich glaube, wir müssen erstmal ein bisschen warten, bis ich da Gut. Einmal mit. Und dann auch mit. Schauen wir wieder ein bisschen mehr. Hier VIP wenden wir an. Und den auch. Wie viel ist das? Oh. 180. Die konnte ich nicht benutzen. Da bin ich noch zu lau. Rang erforderlich 4. Erhöht die Geschwindigkeit der Schiffe um 100%. Aber auch nicht erhöht den Schaden der Schiffe. Nee. Um sowas zu kriegen, kann ich doch Dingens angreifen. Oder nicht? Okay. Hier kannst du mit Hilfe der Warp-Technologie in den letzten Kämpfen zerstörte Schiffe wiederherstellen. Okay. Ich kann also die Schiffe wiederherstellen. Wenn ich die nehme. Ein Schiff wiederhergestellt. Hier sind es ein paar mehr. Und hier kann ich dann zur Werkstatt gehen und alle reparieren. Gut. Das geht nur auf Verteidigung machen. Das andere geht erstmal nicht. Aufträge. Das und das. Und ich kriege immer mehr. Immer mehr. Hier habe ich was dazu gekriegt. Was das war, weiß ich nicht.
ermöglicht die Verwendung eines zusätzlichen Slots für S2. S2 ist wahrscheinlich die Größe der Schiffe. Gehe ich von aus. Davon bräuchte ich eigentlich 2 Millionen. Ich habe eigentlich genug. Ich könnte ja eigentlich kaufen. Eigentlich. Das wären 10 Stück, die ich kaufen müsste. Das wären dann 3.000. Ich habe 22.000. Ach, mach mal. Oh, nein, das sind so viele. 10 Stück. 3.000. Okay. Flupp, weg sind sie. Jetzt benutzen wir die 10. Anwenden. Hab 2 Millionen. Also ein bisschen mehr. Und wir gehen jetzt bei Verteidigung rein. Bam. Und produzieren 150 Stück davon. Oder 600 davon. Ah, hier steht die Kampfkraft. 30.000. 27.000. Da sind ja jetzt die anderen besser irgendwie. Das sind auch 600 Stück. Ah, die reichen. Das sind nicht so viele. 40 Kubikmeter. Die haben nur 10 Kubikmeter. Passt. Die sind größer. Okay, produzieren. 2 Stunden. Wir sehen uns heute nicht mehr. Vielleicht. Oh, schon alles erfüllt. Hey, scheiße. Brauche ein neues Level. Die Dailies sind heute schon fertig. Ich habe meine 2 Punkte geholt. Jetzt werden wir noch schnell die Punkte alle abfahren, die ich abfahren kann. Und das wäre jetzt hier oben. Ich will hoffen, dass er nicht abstürzt wieder. Habe ich hier noch was frei? Ne, ich muss alle arbeiten. Ja. Gut, ich gehe hier rein. Deko. Avatar. Schön, welchen nehmen wir denn? Das sieht doof aus. Weihnachten? Nee. Also ich habe jetzt den hier, glaube ich. Sieht zumindest danach aus. Das sind zwei ganz normale Planeten. Der Bilderrahmen gefällt mir nicht. Bleibe ich bei denen. Aber ein Profilbild. Ich muss den nehmen. Das gefällt mir auch am besten von denen. Obwohl, der sieht auch cool aus. Oh, hier asiatischer Style. Aber ich bin ein Mann, deswegen, und ich habe keine schwarzen Haare, deswegen nehme ich den hier. Mein Avatar ist ausgewählt. Ich kann nochmal hier schauen. Planet. Ne, passiert nichts. Oder das heißt einfach nur, dass noch nicht freigespielt ist. Das sieht doof aus. Nee. Okay, ich bin Level 4. Einheiten zerstört 0. Mein Unternehmen. Space Cowboys. Gut, gut, gut.
haben wir das alles. Das war's. Ja. Also dann Video beenden. Dann will ich mal sagen, Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.